Also Ding der Unterschied, ich würde jetzt. Oh, oh. Ja. Oh shit. Oh shit. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Folge FK Friday. Und ganz am Anfang erstmal einen herzlichen Dank an die Akademie von TSG Hoffenheim, dass wir heute drehen dürfen. Genau, und heute haben wir natürlich auch wieder was Spezielles vorbereitet. Ihr wisst ja, wir haben so ein bisschen unsere Serie untereinander, wer ist der beste Freekicker in mehreren Disziplinen. Und heute, passend zu dieser geilen Trophy, werden wir schauen, 1 gegen 1, wer hat es hier drauf, angreifen, verteidigen, Action pur. Wir hoffen, ihr habt Bock drauf und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ja. Ihr macht das ohne mich. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Wow. Oh! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Tim darf die Reihenfolge bestimmen, Kerle. Wir machen das Ganze einfach mal nach dem Alter, von jung nach alt. Oh, so, Freunde, heute endlich wieder Freakigas Friday. Ihr seht schon, Bruno ist am Start. Der Junge vertritt mich heute. Ich habe leider brutal Schmerzen in der Schulter. Ich freue mich drauf. Ich auch. Und ich würde sagen, viel Erfolg, Bro. Hau rein. Danke dir. Und ich drücke mal den Team FK-Mitgliedern die Daumen. Okay. Geht los. Oh, erster Angriff ist. Erstes Tor, sehr stark. Der Junge hat einfach den puren Stürmerinstinkt. Er will den Ball ins Tor bekommen. Junge, was ist mit dem los? Stürmer, Junge! So, jetzt ist Lukas dran mit Verteidigen. So, Leute, jetzt verteidige ich. Ich bin gestern aus dem Krankenhaus gekommen. Mal gucken, was so geht gegen Oberliga-Stürmer. Wir wollen hier keine Mitleidsstory. Bruno. Maschine, deswegen ist er am Tor bei FK. Man merkt einfach, es ist so nice routiniert bei Felix, was Angriff angeht. Alter, mir war schon schwindelig davor, aber jetzt. Casolino gegen Tim. Verbandsliga versus Oberliga. Oh, Kasa. Spitzer Wink, der ist noch. Oh. So, erst. Und darauf habt ihr doch alle gewartet. Konnten sie einmal in Action sehen, gegen Felix auch noch. Kriegen wir den ersten Ball nie? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir kriegen das erste Foul. Oh, Conversus Felix. Raus! Oh, er lupft den rein, aber Felix ist nicht mehr das in der Markierung. Das ist aus. Das ist aus. Alter, Konzi am besten verteidigt von allen. Ich glaube, Martin Zweit. Darf man nicht Punkt. Unterschätzen. Der hat halt auch so eine gute Routine. Echt? Zweikampf und so. Der ist nur 1 gegen 1 Spieler. Pass auf. Ah, Tempo ist raus. Ja, nee, macht er stark. Aber macht er gut, macht er gut. Stark. Das ist Casolino, der Junge. Crazy. Aber bis jetzt, ich muss sagen, keiner hat vorher abgeschlossen. Jeder will irgendwie den Zweikampf eingehen. Ist auch, glaube ich, irgendwie sinnvoll. Jetzt bin ich gespannt gegen Lukas. Oh! Junge! Geile Idee, feier ich, Martin. Ja. Feier ich. Aber shit, also das Ding ist, man muss eigentlich voll mit Tempo, also eigentlich. Klar, du musst ihn unter Druck setzen. Tschüss. Da hat Bruno mal wieder gut aufgepasst. Geht. Oh, Martin. Ja, richtig. Beide gut. Konzi jetzt in der Verteidigung. Ich bin gespannt. Ja, Martin. Ich muss sagen, Felix gegen dich hat den Bären stark verteidigt. Also ehrlich. Ja? Ja, das ist gar richtig spannend. Gut in der Haar gelernt. Aber ich glaube, jetzt gibt es einen Grätsche. Oh, nee, er steht offen. Oh. Bruno ist so eine Maschine, meins gegen. So, jetzt muss ich gegen meinen eigenen Stürmertrainer mal gucken, was hier geht. Ich erwarte nicht zu viel. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Aber Ausreden sind hier fehl am Platz. Ja? Lukas versus Felix. Oh, das ist Schüler gegen Lehrer. Oh, oh, sauber, Lukas! Oh. Oh, stark! Was ist mit Lukas los? Props. Kannst du nichts machen, der ist Innenpfosten. Oh, stark! Junge, hat der Lukas gerade gezündet. Aber der hat auch so kleine Tippelschritte. Oh. Oh nein. Jetzt wird er wieder überheblich. Oh shit, Jungs. Lukas war bisher echt gegen den Stärksten eigentlich getroffen. Tim ist aber Papier. Tim ist eigentlich auch saustark. Au! Oh! Oh. 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 Ja. Ja, Trikot ist gezogen. Foul, Bro. Ja, ich weiß. Elfer für Lukas. Das ist aber, auch, das aber ist muss dazu sagen, wir gehen davon aus, dass wir so fair sind, dass wir diese Regel gar nicht besprochen haben vorher. Ja, ja, weil wir dachten, es gibt dann eigentlich keine unsportlichen Menschen bei FK, dass wir sowas besprechen müssen. Dann haben wir wieder nicht mit den Mann! Boah, Lukas. Also such dir eine Ecke aus. Vielleicht nicht ganz zu früh, vielleicht achte da ein bisschen darauf. Komm, Bruno. Boah, sicher. Gut.
Krass, damit hast du zwei Tore, kannst jetzt dein drittes machen. Ja. Konzi, jetzt straff dich, der darf nicht drei Tore kriegen. Oh! Oh, nein! Ja! Konzi, Junge! Konzi, komm her, überragend gemacht. Aber wie sick war das, Lukas? Ey, Bruno war halt noch dran, deswegen. Ach so. Der war noch dran. Alter. Ja, muss halt die Pakete aus. Moin, grüß dich. Der Beini kam mit Ansage. Der war echt dran. Ja. Okay, jetzt Fokus. Okay. Oh, jetzt knallt's. Oh. 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 Hey, Bruno. Den musst du lupfen. Also es macht irgendwie Bock. Allein von außen nur zuzugucken. Okay. Kein zwei starken. Komm, Martin. Ja, jetzt muss er. Boah. Ja, voll auf den Boden. Easy. Aber der Bruno steht auch halt. Der macht alle Ecken gefühlt zu, ne? Schwierig jetzt. Guck mal, jetzt sag, wie willst du jetzt abziehen? Boah. Stark, Lukas. Ja, Junge. Sehr gut verteidigt. Jetzt Tim richtig. Man kann sagen, was man will, aber man merkt einfach, Lukas, falls ihr bei Lukas vorbeischaut in den Videos, ja, der Junge trainiert. Junge. Und man sieht die Resultate heute. Schon 70%. Ist so. Stark, Mann. Konzi, jetzt macht Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten, die mal sagen, ich muss RV im nächsten Spiel spielen. Der war vor euch. Konzi, komm, mach das Ding zu. Konzi, einfach Hüft hoch. Drauf. Er ist jetzt auch vorbei. Aus! Ja. Vorbei. Aus! Aber Bruno, einfach da. Stark, Bruno. Sobald er an dir vorbeirollt, dann darfst du los. Genau, da ist schon. Ah, Junge, Felix. Da hatte Felix aber richtig Bock. Ja, klar. Das ist wie, wenn du so in so einer Gasse bist und auf einmal jagt dich so ein Pitbull auf einmal. Du weißt gar nicht mehr, was du machen willst. So. Ja. Oh. Oh. Ball nicht vergessen. Das ist, oh, Konzi. Schwer, Konzi, schwer. Eigentlich gar nicht so schlechte Bewegung, aber er hat's halt so, da fehlt halt die Dynamik. Ja. Hat jemand Öl für Konzis Hüfte? Ja. Komm, Konzi, hol dir einen Punkt. Mal, ja. Oha, Junge. Ey, ist das noch legales Doping, Freunde? Ist das noch legal? Lass mal gerade noch so zu. Oh, 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 geht noch, noch, ist noch durch! Na, Konzi! Was ist das? Du hast eine halbe Stunde Zeit. Das ist wie bei einem Unfall. Man will eigentlich zugucken, aber man muss. Man kann nicht weggucken. Ohne Scheiß. Konzi PlayStation Controller, einfach keine R2-Taste. Zu Hause hätte ich geschrien, ich hab Kreis gedrückt. Hey! Ich hab seit einer halben Minute gedrückt. Hey, ich war komplett gefleckt. Komm jetzt, Konzi, komm. Mach das Ding. Die nächste Grätsche. Oh! Nee, ist weg. Oh! Oh, Junge, der war durch! Schade. Der war durch. Aber hat leider nicht gereicht. Schade. Ja gut, unsere zwei Stürmer gehen hier auf jeden Fall mal voran. Ja, jetzt auf rechte Seite, ne? Ja. Geht's. Junge. Oh! Also Ding, der Unterschied, ich würde jetzt. Oh shit. Irgendwas hat geklatscht. Oh, voll Finger ins Auge. Ja, ich hab nur irgendwas. Sieht gar nicht gut aus. Oh, fuck. Geht? Junge, ist das unangenehm, ja? Einfach so Finger. So. Einmal rein. Komplett. Ist was drin? Nee. Nur so ein Fingernagel. Hol mal noch Martins Finger da raus. War es ein Foul, was sagst du? Hart an der Grenze, ne? Ich würde auch sagen, also natürlich, ich hab nicht gesehen, wie er die Hand da reingekommen hat, aber an sich, wenn man es unten betrachtet, ist eigentlich eher kein Vollab. Gell? So ein bisschen wurde der Ball gespielt, aber ja, es war eng, man kann drüber streiten. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, war es ein Foul oder nicht? Willst du kurz pausieren? Junge, ist brutal. Ich will noch nicht mal pausieren. Ein bisschen Aggressivität da rein. Guck mal, da ist er doch wieder. Oh, Bruno! Casa überragend, aber jemand macht es noch überragender. Stark, Broski. Wir wollen heute eigentlich Tore machen, haben wir Bruno im Kasten, ne? Oder am krassesten, weil Felix setzt sich so oft durch, guck mal jetzt schon wieder. Boah, das ist so. Ei, das ist halt zu verspielt. Schade. Damit bin ich schon mitgespielt. Richtig gut am Start auf jeden Fall. Er wollte schon sagen, gewonnen. Aha, er hat ja noch den Endgegner. Komm. Ah, ich bin dran. Felix, zieh gleich und ich sag dir, ich wichs den um. Also letztes Mal hat er so krank verteidigt gegen Felix. Er geht auf rechts, oder? Er geht auf links. Boah. Oh. Alter, ist das der Wahnsinn. Aus. Ist das der Wahnsinn. Felix setzt sich,
von 4-1 gegen 1 dreimal durch und dreimal ist Bruno da. Das ist halt gewaltig, ne? Aber ich kann nur gegen Felix nicht verteidigen. Oder ich habe wieder Akku auf 100, jetzt gleich wieder auf 50. Aber Martin! Oh! Das war. Geht weiter. Oh, okay. Ja, macht er gut. Ja, First Touch war. Ich bin nicht einen Meter weggekommen. Fußballschuhe aneinander geschnürt. Oh. War der durch? Ja, aber. Ja. Eigentlich müssen wir echt einführen, das habe ich schon vorher gesagt, dass Weini eigentlich Punkte gibt, aber ja. Du darfst niemals Weini auf die gleiche Höhe von einem Tor setzen, das ist Quatsch. Ja, ich weiß, was du meinst. Guter Erster. Das Ding ist, ich verliere wie Martin. Oh, stark! Oh, Alter, dieser Bruno! Ich habe schon einen Punkt! Krankenhausaufenthalt hat sich gelohnt, ey. Die haben mir gutes Zeug gegeben. Ich glaube, der hätte nach dem ersten Mal ja, normal schießen können. Ja, nicht auf rechts, aber da steht halt die Wand im Tor. Oh, jetzt kommt ein krankes Duell. Der verpasst immer den Schuss. Ja. Junge. Nee, mich jucken die gar nicht. Du merkst, ich komme nicht zum Abschluss. Ja. Aber du hättest direkt schießen müssen. Du hättest mich ich voll weiß, gehabt. Ich weiß, aber ich mach's nicht. Ich bin echt kein guter Stürmer. War ich nie und werde ich auch nicht sein. Oh, Junge. Ja, das war schön. Da verteidigt er den. Das ist extrem wichtig. Lukas fit mit 2 bisher. Ja, Lukas hat 2. Ach, scheiße, muss man. Ah, stark. Selbst wenn Lukas die Challenge gewinnt, der ist halt auf dem letzten insgesamt. Also ist gar nicht so schlimm. Er kann aber aufholen, wenn er bei der letzten Challenge nochmal. Das ist das Einzige, wo ich mich auszeichne. Ja, gut, das ist ja auch ein. Du bist ja IV, ne? Ja. Oh, dynamisch! Das macht er überragend! Das ist einfach stark. Drittes Tor, absolut verdient. Ja, gut, kannst du dich auf den Torwart verlassen. So weit links. Kannst du dich auf den Torwart verlassen. Du hast noch nennt mich Messi. Nee, jetzt ist aber auch gut. Warte, Junge! Das ist, glaube ich, die erste Challenge in diesem Jahr, die ich bei FK gewinnen sollte, wenn das so weitergeht. Aber noch nicht zu früh hier. Ja, mach weiter, Krummfuß. Hier im Dorf, lasse ich, ja? Ich muss ihn halt stoppen. Du musst ihn nicht nur stoppen, du musst ihm jetzt mal wehtun. Der ist wieder ganz hoch, ne? Der ist wieder viel zu hoch. Nee, Quatsch. Also, nicht wehtun, aber... Jetzt die Sohle, was wir besprochen haben. Ja. Komm, schmeiß die Birne an. Oh, guck mal, er lässt auf ihn zu. Ja. Leg ihn! Oh. Was macht der mit euch? Was macht der mit euch? Konzi, aber das ist schlecht verteilt. Du stehst die ganze Zeit. Du musst auf ihn zu. Nein. Guck mal, du stehst hier die ganze Zeit und wartest. Nein, du wartest. Dann kann er sich links oder rechts aus und du musst ihm Druck geben. Das war beides, zwar identisch, aber beides Weltklasse. Und so holt man bei dieser Challenge Punkte. Ich war eigentlich bei ihm dann 4 Punkte. Einer hat ein Tor und der Rest hat, glaube ich, null. Vor allem, du hast Schuss wurde angetäuscht und du hast dich so rumgedreht. Yeah, das war der Du verlierst ihr Auge. Oh, geil! Elfer! Das ist aber wieder die saarländische. Ich will auch einen Elfer. Fault mich bitte einer. Ja, einfach lange stehen bleiben. Ich weiß nicht, hast du den schon mal? Ekelhaft. Ich habe noch nicht. Lange stehen. Und dann hast du den. Guck mal, er macht jetzt ein Tor. Für mich geht's ja gar nicht um so viel. Dann ist bei mir finito. Nee, da kannst du nicht spekulieren, da kannst du nicht so krass spekulieren, sonst kickt er den Ball in die andere Ecke. Timing für den Schritt rauszufinden, findest du ihn gar nicht? Ich dachte, du machst noch mal einen Schlenker, deshalb war ich... Oh, jetzt. Ja, Junge! Das ist stark, Martin! Das Ding ist, ich hätte jetzt gedacht, es kommt... Der russische Bomber! Appa. Dabei! Ja, chillig. Oh, fuck. Ganz kurz, Leben ist hart mit FK. Bisschen early gestartet. Oh, der ist drin! Das Ding ist, der reicht. Das Ding ist, er gibt ihm auf den Start. Ja. Lukas, wo war das Tackle? Ja, Junge, der schießt einfach. Ich dachte, der geht 1 gegen 1. Ah, ich habe auch verkackt. Aufpassen, Junge, Digga, der labert noch. Jetzt! Er gibt ihm halt keine Seite, dann... Oh, Konzi! Ja, nein, der ist doch weg! Ist weg! Ja, das ist genau das, was ich gesagt... Nein! Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Also, ja, er hat sowieso... Ich habe jetzt 2 und das wäre mein dritter. Na, wer aber dann zählt mein Lupfer auch. Also sorry, aber das ist Quatsch. Das war exakt dasselbe. Ich bin, glaube ich, einmal an Tim vorbeigekommen mit dem Ding. Aber ein Tor reicht dir, dann bist du mit Felix im Sudden Death. Annahmeschuss. Ja, Annahmeschuss, Konzi. Und der geht tief. Ja!
Ja, gut, er war ja halt. Aber er hat tatsächlich auch gewartet. Also, ja, das Timing war trotzdem. Ich habe halt gewartet. Ich habe extra gewartet. Ja. Komm, Marin! Messi, Ankara, Messi gegen Boateng. Messi. Gefährlich durch die Beine. Messi, wenn der besser kommt, Konzi. Boah, ich könnte halt jetzt einfach so ein Gauner-Ding machen, gleich. Wenn Konzi den nicht macht, bei Lukas, lasse ich Konzi einfach durchrennen, Tor machen. Und er geht gegen dich ins Sudden Death. Zieh doch durch! Junge! Hätte auch nicht bekommen. Ja, musst du sein. Soll ich? Ja, nee, ich mach schon fair. Ey, ich könnte jetzt Konzi ein Tor schießen lassen, er geht gegen dich ins Sudden Death und vielleicht. Ja. Aber, naja. Flexi. Weiter! Nice aus. Nice try. Aber ey, Konzi, das Gesicht genug. Setzt einen schon krass unter Druck, wenn einer so auf einen zusprintet, oder? Klar. Ja. Ich wollte ihn lüpfen, weil ich gedacht habe, der macht auch jetzt so. Ja. Ich wollte ihn lüpfen. Wie Lukas. Er ist vorbei. Okay, Ranking. 1. 2. 2. 3. Das war's mit dem Video, Freunde. Man hört schon, Lukas ist glücklich, Lukas hat gewonnen. Ich glaube, es war trotzdem eine sehr hitzige und geile Challenge, weil jeder so ein bisschen gezeigt hat, dass er offensiv und defensiv was drauf hat, oder? Auch ein paar schöne Fouls. Ein paar kleine Fouls dabei. Nee, damit hast du 3 Punkte aufgeholt und Tim ist leider Zweiter geworden. Ich sag leider, weil er sich jetzt nochmal abgesetzt hat. Ich habe auch einen Punkt geholt. Das heißt, wir gehen jetzt mit dieser Tabelle in die letzte Challenge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Aber warte, es gibt doch noch was für den Sieger, Tim. Natürlich. Du als Führender, guckt euch das an. Lukas. Ich zeige euch mal kurz. Boah, Junge. Guck dir das Ding an. Winner of the Ultimate 1v1 Challenge. Lukas, herzlichen Glückwunsch. Konzi gibt sich echt richtig geil Mühe mit den Dingern. Wenigstens bei sowas. Klasse. Und erster Pokal? Ist mein erster Pokal, ja. Ich hab nochmal extra Applaus. Nächste Woche geht's um die Mystery Box. Leute, abonnieren, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Jungs, da hinten kommt's essen.